So, Freunde, was geht? Battlefield 1. Euch ist eventuell aufgefallen, dass seit über einem Monat keine Live-Runde mehr kam und das hat auch seine Gründe gehabt. Und zwar war es so, dass seit dem letzten Battlefield 1 Update, dem Mai-Update, meine Performance vom Spiel sich einfach abgrundtief verschlechtert hat. Ich hatte plötzlich einfach 30, 40 FPS weniger und dazu noch harte FPS-Drops alle 5 bis 10 Sekunden. Und das hat halt dazu geführt, dass das Spiel eigentlich so unspielbar war, zumindest für mich, wenn es alle 5 bis 10 Sekunden einfach heftig ruckelt. Sowas wie Eroberung oder größere Modi waren einfach grundsätzlich unspielbar, weil ich da irgendwie mit 40 FPS rumgelaufen bin plus FPS-Drops. Also das hat halt einfach wirklich so keinen Spaß oder Sinn gemacht, das Spiel zu spielen. Und dementsprechend gab es die letzten Monate oder die letzten anderthalb Monate keine Live-Runde. Die letzte Live-Runde war irgendwie mit der Thompson, glaube ich, falls ihr euch da noch dran erinnern könnt. Ich habe wirklich mein Bestes gegeben, immer mal wieder so ein bisschen Gameplay aufzunehmen, damit ich wenigstens ein bisschen Gameplay für die Videos habe, um die Videos machen zu können. Aber sowas wie Live-Runden, ich habe es das ein oder andere Mal probiert in TDM, so da lief es noch am besten, aber 90% der Runde habe ich mich halt drüber aufgeregt, dass es ruckelt und dass ich gestorben bin, weil es geruckelt hat. Das war halt einfach scheiße so. Aber Freunde, ich habe eine gute Nachricht für euch, deswegen mache ich jetzt das Video ja auch, damit ihr Bescheid wisst, erstmal warum keine Live-Runden kamen und dass es jetzt wieder damit losgehen kann und dass ich jetzt endlich wieder richtig Battlefield einspielen kann. Und zwar gab es vor 2 oder 3 Tagen ein Windows-Update. Und seit diesem Windows-Update läuft es wieder einwandfrei. Also es lag anscheinend nicht am Battlefield 1 Mai-Update, vielleicht war in der Zeit auch ungefähr ein Windows-Update und das hat es komplett zerstört. Ich habe wirklich alles getan, alles versucht, um das irgendwie zu fixen, aber nichts hat geholfen. Ich stand jetzt wirklich kurz davor, mir einen neuen PC zuzulegen, der das irgendwie ein bisschen besser handeln kann und dass ich normal, vernünftig Battlefield 1 spielen kann. Aber jetzt plötzlich, vor 2, 3 Tagen kam das Windows-Update und es läuft wieder alles wie vorher. Freunde, ich will es jetzt auch nicht bei diesem 2-Minuten-Video lassen. Ich möchte jetzt gerne ein bisschen Battlefield 1 spielen, um das auch ein bisschen reinzufeiern, dass es jetzt endlich wieder läuft. Freunde, ich freue mich wirklich abgrundtief, dass es endlich wieder geht und wir sehen uns jetzt im Game. Oh Leute, ich würde gerne Kriegstaum spielen, aber alle Server sind randvoll. Ich würde eigentlich gerne... Ja okay, wir müssen heute wahrscheinlich dann doch wieder TDM spielen. Nee, nicht falsch, auf TDM. Oder hier hat man bessere Chancen. Ja, da komme ich doch instant drauf hier, oder? Perfekt. Komm Leute, wir spielen die neue Fedorov, diese Vorbesteller-Fedorov, die Diktcharev. War das Ding gut? Ja, oder? Und rein hier. Ah, da ist der Erste. Die müssen hier alle sein. Und zwar alle. Geiler Spawn. Oh lol. Okay. Oh, da kommt noch mehr, oder? Da kommt noch mehr. Perfekt. Und jetzt gehe ich hier raus. Und, what? Er ist nicht down. 11 Schuss noch. Dann hole ich mir den hier noch, der hier chillt. Perfekt. Oh, das fühlt sich so schön an, Leute. Oh, da oben noch. Oh, das war knapp. Es fühlt sich so schön an. Die ganze Zeit über 120 FPS. Boah, ihr wisst nicht, wie glücklich ich bin, ohne Witz. Das war die Hölle. Oh mein Gott. Die Sache ist halt, es hat sich auch halt alles ein bisschen negativ auf die Videos an sich ausgewirkt. So die Regelmäßigkeit auch so ein bisschen. Weil wenn du die ganze Zeit in Gameplay-Mode bist. Boah, den habe ich noch übel zugerichtet. Weil wenn du die halt, weil wenn du halt die ganze Zeit so in Gameplay-Mode bist, dann ist das ein bisschen doof. Okay, jetzt rein hier. Null! Und den auch noch, den auch noch. Perfekt. Da war aber noch einer. Ich glaube, das war kein Sniper, der hier eben weggelaufen ist. Ich sag's doch. Da sind bestimmt noch mehr. Da ist einer hochgelaufen. Ja? Oh, ich hätte ihn ritzen lassen sollen. Okay, das ist mein Raum hier. Hier kommt keiner auf. Ah! Leute. Ich glaube, da war gerade ein Mädchen hier im Raum. Wo kam die denn her? Könnte ich mal. Ah! Danke. Kommt noch safe auch. Granate für ihn. Dann gehe ich hier durch. Nein! Nein! Oh Mann! Alter, wer liegt denn da in der Ecke? Und Granate dahin und dann hole ich ihn mir hier. Oh, wenn man Aim hätte. Perfekt. Ohne Witz, Leute, ich bin so glücklich, dass es wieder läuft. Ich kann es nicht oft genug sagen. Oh, Medikit. Eigentlich wollte ich auch gerne schön mit der Oberung reinstarten. Aber ich glaube, das mache ich. Oh, Kacke. Oh. Ich glaube, das mache ich die Tage. Weil da würde ich gerne reinsnipen. Ich weiß aber noch nicht, welches Sniper-Gewehr ich spielen soll. Entweder das Arishaza oder die Silence, die neue. Oder das Kakano, das neue. Oder... Also neu ist jetzt auch irgendwie.
nicht mehr so zutreffend. Aber irgendeines davon würde ich gerne spielen und ausprobieren. Hier könnte man... Ah, noch einer. Ist nicht so... Nicht so optimal. Okay, da muss ich M19 aufpflanzen. Perfekt. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, welches der Snipergewehre ihr am liebsten sehen würdet. Also entweder, was ist noch neu? Kakano, Arishasa, das neue Silent Snipergewehr im Schalldämpfer. Oh lol. So Leute, noch eine Runde. Direkt hier erstmal eine Granate hin. Das ist gut. Perfekt. Und weiter durch hier. Direkt hier runter, direkt hier runter. Ah fuck, ich war ein bisschen zu langsam. Oh, der Kollege braucht Heilung. Wenn man da richtig schnell ist, kann man das komplette Gegnerteam flankieren. Null. Oh, was? Wie viel? Dankeschön. Oh, da oben ist auch noch einer hinterm Baum. Leute, aufpassen. Okay. Ich laufe mal hier durch. Aber ich glaube, hier ist kaum noch einer. Okay, die Mates kommen da durch. Das Wichtigste ist immer dann direkt da reinlaufen, wo die Mates herkommen, weil die Gegner da dann nachspawnen oder neu spawnen. Oh Gott. Ja, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ja, okay, sie schneiden sich selber den Weg ab. Das ist ein bisschen dumm von denen. Weil sie hätten mich eigentlich easy überrennen können. Jetzt müssen sie warten, ich muss auch warten. Jetzt habe ich die Vorteilsposition und kann sie holen. Wenn sie jetzt kommen. Okay, der Mate wird jetzt sterben. Okay. Da bin ich! Weiter geht's. Und jetzt kommen sie wieder von da hinten. Oh, bitte keinen Fallschaden. Ah, perfekt. Ah, da oben sind zu viele. Der ist down. Nein, hinter mir. Er dreht sich jetzt auch um. Gleiches Spielchen nochmal. Vielleicht bin ich jetzt ein bisschen schneller. Ah, ich scheine schneller zu sein. Die sind hier noch nicht. Aber jetzt kommen sie. Oh, hier ist noch einer. Hier ist ein Sniper. Irgendwo. Hat er den? Ich glaube, er hat ihn. Oh, da hinten ist auch noch einer. Okay, und jetzt Granate abwarten, den retzen und rein da. Oh, irgendwo war hier einer. Da oben. Lol. Lol! Habe ich ihn mit der... Nee, habe ich nicht. Oder? Habe ich ihn? Mit der Stolperdrahtbombe gekillt, ja oder nein? Bin mir gerade nicht sicher. Oh, kacke, kacke. Muss hier runter und den holen. Ah! Da unten ist noch einer. Ein bisschen... Oh! Okay, ich bin gerade... Nein, die sind überall. Smate. Eine Granate. Oh! Die müsste... Oh, der hat sich mit Dynamit den Vierfachkill geholt. Da wäre meine Granate auch hingeflogen, glaube ich. Wie schnell ist bitte die Runde vorbei? Was zur Hölle? Das sind jetzt maximal 2 Minuten, aber passt eigentlich ganz gut. Vielleicht kann ich mir da hinten noch den einen oder anderen wegholen. Ja, einen auf jeden Fall. Nein. Nein, 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 nicht sterben. Oh. Okay, jetzt aber. Gönn dir noch. Oh, ich habe die beide geholt noch. Nice. Oh, Leute, ich habe gerade so Bock auf das Spiel. Ohne Witz. Oh, und jetzt kommt auch noch SOS. Aber Leute, vielleicht spiele ich jetzt SOS noch alleine. Aber für dieses Video, sonst wird das übertrieben lang. Ich hoffe, euch haben die 2 Runden gefallen. Falls ja, freue ich mich selber einen Daumen nach oben. Und ich bin mega glücklich, dass es alles wieder läuft. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Haut rein und tschüss.